Gut, na dann habe ich ein Ziel. Auf zum Turm. Okay. Sieht interessant aus. Nachtmato. Es geht los in unbekanntes, dunkles Terrain. Auch wenn die Frisur sitzt, Mias Frisur ist toll, sie weht im Wind. An diesem Ort stehen einem echt die Haare zu Berge. Außer Mia, die hat eine perfekte, gestylte Frisur gerade. Ja, ein wenig Haarspray und alles sitzt. Selbst die Decke sieht aus, als würde sie einen gleich anspringen. Hast du etwa Angst, Oma? Ich Angst? nie im Leben. Ja, ich habe panische Angst. Naja, wenigstens bist du ehrlich. Retten wir ganz schnell Zelda und dann bloß weg von hier. Okay. Dann gehen wir voran. Mit einem Lied auf den Lippen singen wir, freuen wir uns und... Ich gehe mal nach oben. Ich glaube, das andere ist eine Sackgasse, aber ich bin mir nicht sicher. Wir gehen mal nach oben. Brauche Futter. Was? Oma braucht Futter. Jetzt wird spannend. Ich bin gespannt, welche Gegner wir treffen. Ach, die. Okay. Und wie schwer sie sind, das ist eher so die große, große Frage gerade. Was? Doppelhilfe. Cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht. So, einer spielt schon mal. Alle sind gut drauf. Mir fällt übrigens gerade was ein. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Der Steuer ist nicht aufgefüllt, oder? Doch, ist er. Okay. Ich will ihn nicht benutzen. Ich wollte nur wissen, ob wir zur Not wieder heilen können. Und ja, die Geister sind weg. 253 haben wir schon gerettet. Gewonnen! Teufelstörtchen, lecker! Okay, so, ich bin gespannt, wo wir landen. Aber wir sind noch gut drauf. Nach oben. Wir gehen weiter aufwärts. Der Bauch von Oma kneift. Der Gürtel ist zu eng geschnallt. Alles gut. Die Musik hat was. 3 Spielscheine. Cool. Jetzt eine Tasse Tee an diesem ungastlichen Ort. Ernsthaft als Frage kam da richtig gut gerade, weil stellt euch mal vor, ihr geht durch ein dunkles Geisterschloss, trefft dort ganz viel Apfelgelee und dann denkt ihr so, jetzt eine Tasse Tee wäre super. Da stimmt doch was nicht. So, 4 sind übrig. Räumen wir weg. So, nicht übel. Genau. Die haben nicht einmal angegriffen. Das finde ich gut. Weiter geht's. Hurra, 80 Gold. Alles spitze. Wir sind übrigens nach Karte wieder nach unten gelaufen. Oh, ein Gasthaus. Im dunklen Spukturm. Gibt es ein Gasthaus? Ich habe 250 Leute gerettet. Ich sagte doch, Horst hatte nur ein wenig Verzögerung, denn der liebe Horst hat gesagt, er kommt bei 250 vorbei. Leute, ich bin's. Ich bin's, euer Horst. Und ihr werdet's nicht glauben, ich habe was zu verkündigen, dass der HP-Steuer von 40 auf 45 abgegradet wurde. Oh yeah. Ich kann das, denn ich
bin Horst, der euch noch mehr verkündet. Und zwar, die Dankbarkeit der Geretteten hat wieder einmal eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrscheinlich bist du die Hoffnung für ganz Mythopia, denn du bringst die Hoffnung zurück in diese Welt. Und nun, geh weiter deines Weges durch den dunklen Turm und besiege schreckliche Monster, denn den nächsten Bonus erhältst du, sobald du 300 Leute gerettet hast und die ihre Gesichter wieder haben. Deswegen mach weiter und ich bin raus, over and out. Horst meldet sich später wieder. Dieser Horst, ich sag's nochmal, der ist so unzuverlässig, ne? Da kündigt er an, dass er bei 250 vorbeikommt. Er kommt erst bei 263 oder was es war vorbei. Und wir sind Freunde geworden. Oma und Pferd sind Freunde geworden. So, wir haben Gold. Micha will eine neue Waffe. Kriegt er. Er kriegt. Oh, er kriegt wirklich ein Upgrade. Den Schädelspalter hat er gekauft. Und der macht ja glatt von 53 auf 61 Damage. Der macht ja einen schicken Hüpfer. Ich gebe ihm den auch. Sieht sehr elegant aus. Sehr hübsch. Okay. So, wir sind wieder pleite. So macht man das. Okay. Wir hätten Essen. Ich weiß nicht, ob er das mag. Deswegen gebe ich es ihm mal. Jupp, hochzufrieden. So, was haben wir hier? MP und Magie. Unsere Magierin. Alles gut. So, und das hier, MP, Magie, geben wir ihr noch ein bisschen. So, nicht zu futtern. Micha ist leer ausgegangen. Tut mir leid, aber nicht jeder kann ohne Probleme was essen. So, wir haben eine Mission. Komm. Erst Mission, dann geht's weiter. So. Wir sind bereit. Aha, es geht aufwärts. Frage mich, wo Link ist. Wo hat sich der liebe Link versteckt? Nicht bei den Monstern. Aber vielleicht hat Link jetzt auch kein Gesicht mehr. Das sind Magi-Kobolde. Nicht Brillen-Kobolde. Ich dachte ehrlich gesagt, das hat was mit Durchblick zu tun oder sowas. Aber nein, die haben einfach nur einen Sehfehler. Deswegen brauchen die Magier hier auch eine Brille. So, super. Och, da können wir ja einfach raufhauen. Oma ist die Beste. Ich bleib dabei. Omas Spezialangriff hier mit Ruckzuck. Alles ist kaputt. Das ist doch... Die ist die Beste. Bleib ich bei. So, Koboldschinken. Lecker. So, Mia schwingt sich aufs Pferd, damit es auch vorangeht. Wir wussten es immer. Michas Loch im Schuh ist vollkommen unwichtig. Wir müssen nach oben. Heute ist der Tag nach oben, ne? Wir klettern immer weiter den Weg hoch. Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Micha ist ja nicht sonderlich gesprächig. Aber wir machen mal ein... Da krabbelt ein ekliger Riesenkäfer auf dir rum. Okay. Das war nicht gut. Ich hätte was anderes sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Das hätte die HP von Micha geschont. Hi Leute, ihr seht so intelligent aus. Was? Achso, strafendes Licht? Nichts passiert. Wofür hat sie die Fähigkeit überhaupt, wenn nie was passiert? Okay, das Pferd will, aber wir wollen nicht, weil wir hätten hier ein paar Blitze zu vergeben. Und mit ein bisschen Blitz haben wir einen Rundumschlag. Auf geht's. Ich liebe das, wenn Micha das macht. Sehr schön.
Wow. Das hat ja richtig gerade reingehauen. Überraschenderweise. So, Oma wird geheilt. Die freut sich über jede Hilfe. Okay. So. Der nächste Kobold ist weg. Dann können wir auch in die Richtung nach oben zum Turm gehen. Alles gut. Weiter geht's. Mia übernimmt immer noch die Führung, hat ein Gasthaus gefunden. Okay. Überraschend. Überraschend, überraschend. Okay. Bevor es weitergeht, wir schalten kurz zu den Live-Berichten von Oma im Stall. Ja, Omas Ponyhof wird jetzt kurz gezeigt. Sekunde. Oma kann die Augen kaum offen halten. Es war ein langer Tag. Ja, das Pferd ist eingeschlafen. Aber das macht nichts. Man kuschelt sich gerne aneinander. Schließlich hat Oma gerade kein Bett. Sie muss halt beim Pferd schlafen. Sie sind gute Freunde geworden. Aufsatteln Nummer 2 wurde gelernt. Reiten kann man auch zu zweit. Passt aber auf, dass ihr nicht herunterfallt. Was? 2? Cool. Okay. Guck mal, was passiert, wenn wir die wieder in ein Zimmer packen. Bisschen die Dings hochtreiben. So, Angriff. Mia braucht mal ein bisschen Mucki-Power sozusagen. Das ist leicht. Die anderen wollen das nicht. Also gut, Mia steigert mal ein bisschen ihren Angriff. Okay, sie ist satt, sie will nicht mehr. Dann machen wir es hier. Hat geschmeckt. So, unser Magier kriegt natürlich einen Magier-Boost. Okay, weiter geht's. Dann können wir weitergehen. Diesmal würde ich einen Ausflug an den Strand machen. Mia und Oma können mal an den Strand gehen und gucken, ob sie was Interessantes erleben. Es ist ja hier so gruselig, ne? Da können sie ja mal ganz kurz in Richtung Strand sich entspannen, erholen und eben eine schönere Optik genießen als hier, wo sie gerade sind. Komische Verrenkung. Das sieht nicht aus wie Yoga. So, genug aufgewärmt. Ach, das war nur ein Aufwärmtraining? Ich dachte ehrlich gesagt, sie machte einen Tanz. Beide sind irgendwie Freunde geworden. Irgendwie. So, rächen gelernt, okay. Wenn ein Freund fällt, brenne zornig und räche ihn mit mächtigem Hieben. Finde ich immer gut. Wir müssen langsam mal... Was? Gorilla Shake und Gorilla Shake Stufe 2. Huiuiuiui. Was sind denn Gorilla Shakes? Angriff und HP. Kriegt er hier... Boah! Jau. Sowas brauchen Micha. Komm, und die Omi. Ah, hat leider nicht ganz gereicht, aber jetzt sind sie wenigstens alle ein bisschen satt und versorgt. Das ist doch schön. Das Purpurtentakel. Wir wussten es immer, es wird demnächst die Weltherrschaft übernehmen. Es ist jetzt hier angekommen. Das Purpurtentakel. Schlimm. Okay. Aber wir gehen weiter. Wir haben noch eine Prinzessin zu retten. Und die Prinzessin soll ja hier sich irgendwo verstecken. Ich bin gespannt. So, ne? Die anderen haben die Stellung gehalten im Gasthaus, während die beiden sich am Strand gerade vergnügt haben. Lieben Aiden und Micha hier. Und was haben wir denn da? Wir wollen immer noch nach oben. Es geht aufwärts im Turm, abwärts eher selten. Deswegen Türme sind nach oben gebaut. Manchmal muss man allerdings, um zu den Gefangenen zu kommen, auch nach unten in den Verliesbereich, aber egal.
Letzte Nacht habe ich etwas gesehen. Was denn? Einen Geist. Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum ein Auge zubekommen habe. Oh, ach der. Ja, du, den sehe ich jeden Abend. Wie kannst du dann schlafen? Augen zu und durch. Micha, ne? Micha macht sich da nichts. Der schläft einfach. Außerdem, ihr habt hier schon so viele Geister eliminiert. Da geht das immer noch aufwärts. Also, da geht das mit dem Schlafen. Ne? Und wenn der Geist blöd kommt, nimmt Micha sein Schwert und haut einmal gegen. Dann ist Ruhe. Ui. Kiste. Sie erhalten 980 Gold. Das ist mehr, als ihnen der König gegeben hat zur Rettung von irgendwas. Ich sagte doch, der König ist pleite. Traurig. Sind wir bald im Gasthaus? Nein. Lange nicht. Denn da stehen noch ein paar Gegner zwischen uns und dem Ende. Und zwar ein paar Gewitterwolken und ein Quägeist. Es sind Blitzwolken. Macht's nicht so genau. Blitzwolke ist genauso gut wie die Gewitterwolke. Sie haben auf jeden Fall schlechte Laune. Und da muss man mal ein bisschen aufräumen, denn das geht doch nicht, ne? Sonst kriegen wir es hier wieder, ich sag jetzt mal, mit Depressionen bei unseren Charakteren zu tun. Und das geht nicht. So, Mia muss in die Ruhezone, bevor sie auf dumme Ideen kommt. So, sie sieht nicht gerade nett aus, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir hauen mal mit allem rauf, was wir haben. So. Ich glaube, das war's. Ich bin gespannt, ob Mia sich jetzt beruhigt oder ob die immer noch so grinsefies durch die Gegend guckt, wenn wir gewinnen. Ja, sie guckt immer noch sehr nett. Okay, jetzt hat sie sich beruhigt. Jetzt kam Micha nochmal vorbei und hat einmal gesagt, ist alles in Ordnung, hat ausgeholt und da hat Mia gesagt, ha, ich bin wieder wach. Ohne, dass Micha schlagen musste. Ne? Ihr wisst ja, er macht das immer so elegant, die Leute wieder zu Besinnung bringen. Das kann der sehr gut, der Micha. Genug HP-Bananen, immer. Schnick, nein. Mia, raus, Schnickschnack, Schnuck. Schnuck ist gestorben. Immer. Mein Gott, es wird ja hier richtig, ich weiß auch nicht, voll auf dem Gang. Oh, Dreier-Kombo. Ich liebe es, wenn Oma so gut ist und eine Dreier-Kombo raushaut. Das mag ich. Genauso, wenn wir hier mit einem Zauber alle erwischen. Das ist auch so schön. Oh nein, Micha in Dunkelheit. Ja, dann Micha kann sich nicht selbst schlagen. Er hat's versucht, aber das geht immer nach hinten los. Da schlägt er doch lieber andere. Und deswegen packen wir Micha mal in die Ruhezone. Der kann eine Auszeit gebrauchen, wenn er knurrt und ein bisschen böse ist. Alles gut. So. Jetzt kann er wieder zur Besinnung kommen. Der liebe, liebe Micha. Hoffe ich. Ja, hat geklappt. So. Ein Gasthaus wurde gefunden. Sehr schön. Gut, wir spielen weiter. Das Programm erinnert uns, wir sollen eine Pause machen, aber wir spielen weiter. Wir haben nämlich ganz viel Geld zum Ausgeben. 1300, 2400, das können wir uns sogar leisten. Also komm. Sie kriegt eine neue Robe, einen Gebetstaler. Müssen wir bloß gucken, in welcher Farbe wir ihr den geben. So, passend zum Stab, der ist ja auch gelb, kriegt sie gelb. Und er kriegt ein Zauberstabus Noctis.
Schön. So, der wurde gekauft. Der sieht schon cool aus. Besser als dieser kleine Stab hier. Der erinnert ein bisschen an Rosalina, ne? Die hatte auch so einen Zauberstab. Den nimm mal. Komm. Magie 60. Angriff 29. Bin ich ja happy. Okay, Ausflüge hätten wir zwei zur Verfügung. Erstmal das Essen. Mal gucken. Will sie... Ja, nicht ganz. Aber gibt wenigstens ein wenig Upgrade. Dann gucken wir mal, ob die Oma das Ding noch mag. Auch nicht. Also es wäre Micha gewesen. Egal. So, ja, mein Magier kriegt mal wieder ein Törtchen. So, wie es sich gehört. Und ich glaube, ehrlich gesagt... Okay, die Oma mag es auch noch. Die kriegt sogar einen Plusbereich in dem Fall. Dann freuen wir uns drüber. Okay. Einmal bitte Roulette.